tobt im Vatikan der Kampf um die Deutung der Welt. Ein Kampf um richtiges und falsches Wissen. Der Journalist Wolf von Lojewski führt uns durch ein dunkles, noch unbekanntes Kapitel der katholischen Kirche. In den Archiven des Vatikan schlummert sein größtes Geheimnis: die Gutachten und Urteile der Inquisition. Mit unserem Kamerateam haben wir Zugang zu den Dokumenten dieser düsteren Zeit. Es ist Professor Hubert Wolf, der diese Akten für uns erstmalig öffnen darf. Bücher, die wir nicht lesen, Filme, die wir nicht sehen, Gedanken, die wir nicht denken dürfen. Was reizt die Neugier des Journalisten mehr? Ich mache mich mit Ihnen auf die Suche nach verbotenen Büchern, den Büchern auf der schwarzen Liste des Vatikan. Der evangelische Journalist und der katholische Historiker werden sich auch in dieser Folge streiten um die Rolle des Vatikan in der Moderne. Die erste große Herausforderung für die Päpste war Martin Luther. Plötzlich wurde die Institution Kirche in Frage gestellt. Vor allem durch die Erfindung des Buchdrucks konnten sich die Ideen der Reformation rasend schnell verbreiten. Die Antwort des Vatikan darauf war die Gründung der römischen Inquisition und die Einführung der Buchzensur, des Index der verbotenen Bücher. Jedes Wissen wurde kontrolliert. Auch Bücher von Naturwissenschaftlern geraten in Verdacht. Wir beginnen in der Bibliotheca Casanatense. Hier tagte die Index-Kongregation. Hier wurde jahrhundertelang im Namen des Papstes Zensur ausgeübt. Der Ruf nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Die Französische Revolution stellte nicht nur die Autorität der Kirche in Frage, sondern gleich Gott selbst. Politische Religionen traten an die Stelle der christlichen. Neue Lehren, wissenschaftliche, soziale, ökonomische und sogar rassistische Ideologien und immer neue Bücher machten Front gegen die Heilige Schrift. Was darf ein frommer Katholik lesen und was gefährdet sein Seelenheil? Wir werden einen Blick in die Prozessakten werfen. Heinrich Heine, Karl Marx, auch in die Akte Adolf Hitler. Beginnen wir im Jahre 1789. Es ist der 14. Juli, 6 Uhr morgens. Mit dem Sturm auf die Bastille, dem verhassten Staatsgefängnis mitten in Paris, beginnt die Französische Revolution. Zum ersten Mal in der Geschichte Europas werden die Menschenrechte erkämpft. Endlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Artikel 1: Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Artikel 11: Die freie Äußerung von Meinungen und Gedanken ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Die Weltordnung gerät ins Wanken. Die Kirche sieht sich bedroht. Was spricht denn aus kirchlich-katholischer Sicht gegen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Also wenn ich die richtigen Stellen in der Bibel gelesen habe, ist doch Gott eher auf der Seite des Einzelnen, des Armen und der Schwachen und nicht der Mächtigen und der Könige. Spricht eigentlich gar nichts dagegen. Das sind christliche Werte, auch für Katholiken. Nur, wie werden die begründet in der Französischen Revolution? Sie werden begründet gerade ohne Gott, ja gegen Gott. Allein auf der demokratischen Zustimmung. Das kann man auch morgen wieder ändern. Das ist doch der Punkt. Aber die Päpste haben genau diese christliche Herkunft der Erklärung der Menschenrechte, der Freiheitswerte, nicht gesehen, nicht sehen wollen. Ich will Ihnen mal kurz vorlesen, was Pius der VII. Über die Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution schreibt. Kann man etwas Unsinnigeres ausdenken, als eine derartige Gleichheit und Freiheit für alle zu dekretieren? Gregor der 16. 1832 sagt sogar, dass die Freiheit des Gewissens, das sei ein pestilentissimus error, ein pesthafter Irrtum. Also das ist wirklich harter Tobak. Ich glaube, der Mann wird sich dereinst im Paradies dafür
rechtfertigen müssen. Ja, halt, halt, halt. Nicht nur die katholische Kirche hat zensiert. Das haben auch die Mächtigen gemacht, die Regierenden, auch die evangelische Kirche. Ja, haben sie. Aber vielleicht sollten wir uns mal einen anschauen, ja, der so richtig reingeraten ist zwischen die Mühlsteine. Heinrich Heine. Ich will mal in den Index der verbotenen Bücher gucken, in die schwarze Liste. Welche Werke von Heine nun eigentlich verboten sind? Welche Werke Katholiken bei Strafe der Exkommunikation nicht lesen durften? Kommen Sie, ich halte mal fest. Danke. Mein Heinrich Heine war natürlich also eine wahrhaft zarte, poetische Seele, aber ich glaube, er konnte auch ein Spötter sein. Das Heinrich Heine. Heine, Henri de la France, verboten. Heine, Henri, Reisebilder, Tableau de Voyage, verboten. Heine, Henri, de l'Allemagne, verboten. Heine, Henri, neue Gedichte. Aber halt mal, das ist ja alles Französisch. Henri Heine, was ist mit Heinrich Heine? Ja, wenn der Mann nur auf Deutsch geschrieben hätte, wäre der nie auf dem Index der verbotenen Bücher gelandet. Aber der schrieb eben auch auf Französisch. Französisch ist eine anständige Sprache, das sprechen Katholiken. Deutsch, das ist eine Barbarensprache, das reden die Protestanten irgendwo da oben. Die sind ohnehin für den rechten Glauben und für das ewige Heil schon verloren. Jeder Germane mit etwas Stolz hätte sagen müssen, wir sind eine Kulturnation, keine Barbaren. Ja. Heinrich Heine, der bedeutende deutsche Dichter, hat ein lockeres Mundwerk. Und so ganz gottesfürchtig ist er auch nicht. So schreibt er unter anderem: Man kann sagen, was man will. Der Katholizismus ist eine gute Sommerreligion. Es lässt sich gut liegen auf den Bänken dieser alten Dome. Man genießt dort die kühle Andacht, ein heiliges deutsche Farniente. Und wie lautet das Urteil der vatikanischen Zensoren zum Spötter Heinrich Heine? Erst vor kurzem öffnete der Vatikan die Tore zu seinem bestgehüteten Geheimnis. Wissenschaftler bekommen erstmals Zugang zu den Prozessakten. Über 400 Jahre hat es gedauert, bis diese Tür sich öffnete. Die Tür zu den Archiven der Inquisition und Indexkongregation. Monsignore Sifres wacht über dieses dunkle Kapitel der Kirche. Es ist der Eingang zum Heiligen Offizium. In seinen Kellern lagern in kilometerlangen Regalen alte, verstaubte Akten, über Jahrhunderte unberührt. Was der Vatikan so lange erfolgreich unter Verschluss hielt, kommt jetzt ans Licht. Professor Wolf und seine Mitarbeiter lasen jedes Dokument, jede Seite, haben jeden einzelnen Fall studiert und stießen so auch auf die Akte Heinrich Heine. Ja, ich sehe nichts. Ja, hier, 1836 bis 38. Ja. Was sagen denn nun die Literaturkritiker des Vatikan über Heinrich Heine? Ja, die hätten sich natürlich geehrt gefühlt, wenn sie mit einem solchen Ehrentitel ausgezeichnet worden wären. Sie stellen eigentlich für die Kardinäle so eine Blütenlese zusammen, um zu demonstrieren, wie abgrundtief schlimm die Werke von Heinrich Heine sind. Schauen wir mal in das Gutachten von Graziosi rein. Der schreibt, Heine verspottet ständig katholische Sitten und Gebräuche und er nennt den Beichtstuhl ein Häuschen aus braunem Holze für die Notdurft der Gewissen. Das ungezogen, ja. Das kann man so sagen. Aber vor allem gefährlich macht Heine, weil er